Wir gehen heute shoppen mit den Spielern des 1. FC Köln, haben hier im Rhein-Energie-Stadion einen kleinen Rewe-Supermarkt mit Rewe-Eigenmarken aufgebaut und wir wollen einfach mal gucken, was braucht der Spieler des 1. FC Köln so als Care-Paket für einen Tag im Trainingslager. Die Jungs dürfen sich jetzt gleich reinpacken, was sie möchten und was sie noch nicht wissen. Wir gucken am Ende in die Tüte, was sie denn eingepackt haben. Erstmal nehme ich Servietten mit. Klar. Ich nehme auf jeden Fall zwei Äpfel mit. Klar, gesund. Ich nehme mir einen Apfel mit. Und eine Banane. Tomaten mag ich super gerne. Der Saft hier ist es bei mir. Ah, hier, ein bisschen Zucker kann nicht schaden. Auch mal ein Energy Drink kann nicht schaden, falls man schon mal ein bisschen kaputt ist. Zucker muss auf jeden Fall sein. Ein wenig Schokolade. Die sehen auch ganz gut aus. Apfelsaftschorle, mein Favorit. Und natürlich noch ein Wasser. Nehme ich auch mal zwei Pullen mit, ne? Was sehe ich hier noch? Fußbalsam. Muss auch mal sein. Fußdeo, das wäre doch gar nicht so verkehrt für Fußdeo dich. Fußdeo nicht, ich nehme Fußbalsam. Komm, pack einfach mal ein. Ich pack's ein, und dann schauen wir mal. Ne? Vielleicht brauche ich's, hat er recht. Gut, Fußpflege brauche ich nicht. So ein bisschen was Süßes auch bei, darf im Trainingslager sein, ne? Ja, ich denke, im Trainingslager darf das auch mal sein. Nicht allzu oft, aber ein bisschen muss schon sein. Hab ein bisschen Obst reingepackt, Apfel, eine Banane. Guck mal, du hast ganz schön viel reingepackt in die Tüte. Ist das so was, wo man über einen Trainingslagertag mit rüberkommt? Brauche nicht immer sehr viel auf einmal. Ich esse immer sehr gern zwischendurch eine Kleinigkeit, deswegen habe ich auch quasi viele mehrere Kleinigkeiten reingepackt. So ist das bei mir und das ist dann auch, glaube ich, relativ gesund und dann auch genug. Simon, was hast du alles in deine Tüte eingepackt? Ist gar nicht so viel. Nee, gar nicht so viel. Ja, so wie gesagt, so auf dem Weg ins Trainingslager, glaube ich, erstmal Wasser ist ganz wichtig bei uns. Dass wir nicht verdursten. Was Gesundes natürlich, Äpfel, klar. Sieht gut aus. Wir gucken mal gerade. Erdbeer-Banane, dein Favorit? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal getrunken. Wir haben auch so, glaube ich, so ähnliche Säfte auch in der Kabine stehen, wenn nicht sogar die gleichen. Die schmecken wirklich super. Machen auch irgendwie so ein bisschen satt. Ja, ich denke, da kannst du nichts falsch machen. Und Energy Drink habe ich noch reingepackt, falls man schon mal ein bisschen kaputt ist. Ich denke, habe ich eine gute Auswahl getroffen. Und natürlich ein bisschen Schokolade. Ein bisschen Zucker zwischendurch. Schadet nie und schmeckt natürlich auch gut. Also nicht so viel, aber ich glaube, für so eine Fahrt ins Trainingslager reicht. Dann guten Appetit. Vielen Dank. Perfekt.